meinem YouTube-Kanal. Ich bin Jule und ich bin ultra aufgeregt für dieses Video heute, weil wir heute Beine trainieren, beziehungsweise ich nehme euch mit durch mein komplettes Beintraining. Das Glute Workout, was mich in den letzten Monaten dazu gebracht hat, unglaublich zu wachsen. Und ihr seid heute dabei, wir sind in einer neuen Location. Und zwar sind wir heute in das Gym im Intelligent Strength in Wien, weil ihr wisst, das Top Gym hat leider geschlossen. Ich bin gerade so ein bisschen am Rumschauen, welches Gym für mich in Frage kommt, welches Gym mein neues Home Gym wird. Und die liebe Ima nimmt heute die Kamera in die Hand und begleitet uns durchs Beintraining. Let's go. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal so ein bisschen einfinden. Ich habe jetzt ja einmal Beine trainiert, zweimal Oberkörper, glaube ich. Und es ist ein anderer Vibe. Es ist komplett anders als das, was ich gewohnt bin aus dem Top-Gym. Aber irgendwie ist es auch cool. Also ich glaube, ich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und bin jetzt gespannt, wie das heutige Beintraining läuft. Wir starten ganz klassisch mit einem Warm-up, weil ohne Warm-up ist der Bewegungsradius einerseits ein bisschen eingeschränkt und wir sind natürlich kalt, das heißt, Verletzungsrisiko steigt. Deswegen mache ich mich gut warm. Zu Beginn meines Workouts mache ich immer ein paar dynamische Bewegungen, mache ein bisschen Glute-Activation und dann kann es auch mit der ersten Übung. Wir starten mit der ersten Übung. Ich habe schon häufiger gesagt, dass der Adduktor meine Schwäche ist, weil ich von hinten ein relativ dünnes Bein habe. Das möchte ich natürlich verbessern. Deswegen der Adduktor immer am Anfang meines Trainings, um das fleischige Bein zu kreieren. Und was ist beim Adduktor wichtig? Wichtig ist, dass wir erstmal eine schöne Dehnung reinkommen. Das heißt, wir ziehen den Hebel und drücken uns so weit nach außen, wie wir können. Wir drücken mit einer konstanten Spannung das Gewicht nach innen zusammen. Maximale Kontraktion am vordersten Punkt und lassen uns kontrolliert wieder zurück in die volle Dehnung. Wichtig ist, nicht reißen, keinen Schwung holen, immer volle Kontrolle behalten. Und was ich auch hier gelernt habe, man kann ultra schwer werden. Also man kann sich echt sehr gut progressiv steigern, gerade wenn man am Anfang noch viel Kraft hat. Und das ist genau das, was ich aktuell mache bzw. probiere. Und ich muss sagen, der Adduktor ist ja unnormal geil, weil auch hier nicht jede Maschine ist gleich und nicht jede Maschine ist für jede Anatomie ausgelegt. Deswegen probiert verschiedene Dinge aus, probiert verschiedene Maschinen aus. Bleibt bei dem, was ihr gut spürt. Und ich merke, die, ich glaube, die ist von Gym 80. Die spüre ich richtig gut. Und ich notiere mir jetzt, was ich bei meinem Topset an Gewicht bewegt habe, damit ich es nächstes Mal übertreffen kann. Für den zweiten Satz reduziere ich jetzt mein Gewicht ein bisschen und erhöhe dafür die Wiederholungen. Das heißt, wir haben ein Topset mit ein bisschen mehr Gewicht, weniger Wiederholungen und einen Backoff-Set mit ein bisschen weniger Gewicht, mehr Wiederholungen. Mit einem guten Pump in den Adduktoren begeben wir uns in eine Ebene weiter nach oben. In der oberen Ebene von das Gym. Wenn du hier als erstes reinkommst, bist du voll überfordert, denkst du, okay, krass. Und jetzt ist es gerade ultra leer, was ich richtig geil finde. Zu Stoßzeiten, die eigentlich gefühlt jeden Tag ist, immer, ist es hier sehr voll. Und du musst halt damit rechnen, dass du Kompromisse, was die Geräte angeht, eingehen musst. Aber wir müssen keine Kompromisse eingehen, wir machen jetzt Hip Thrust. Und zwar, ich liebe diese Vorrichtung hier, weil du nichts aufbauen musst. Und bei Maschinen ist es bei mir häufig schwierig, dass es anatomisch nicht so ganz passt. Bei freien Hip Thrust kannst du halt stehen, wie du magst. Und das feiere ich sehr mit dieser Vorrichtung, weil hier kannst du die Bank hoch und runterstellen, dass es halt zu dir passt. Ich wärme mich jetzt erstmal mit der Stange auf. Nehmt ihr gerne ein Polster dazu, dann habt ihr safe Hüftknochen und ihr habt keine blauen Flecken oder Schmerzen. Wir starten so, dass die Bank ungefähr so hoch ist, dass sie unter dem Schulterblatt ansetzt. Das bedeutet, wenn ihr eine reguläre Hantelbank habt, das für die allermeisten Frauen ist diese Hantelbank zu hoch. Was ihr machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel unter euren Po eine Hantelscheibe legt, sodass ihr einfach ein bisschen erhöht seid und somit wirklich die Bank gut unter euren Schulterblättern fixieren könnt. Dann drücken wir die Hüfte nach oben, spannen oben maximal unseren Gluteus an, spannen unseren Bauch an und bleiben kontrolliert auf dem Weg nach unten. Die Füße sind leicht nach außen gedreht, nicht komplett gerade, leicht nach außen gedreht und die Knie sind schön nach außen gedreht. Hip Thrust, absolute Königsdisziplin für die Glutes. Da trefft ihr wunderbar den Glute Maximus, aber auch den Medius. Wirklich, wenn ihr oben schön in die Kontraktion reingeht und wenn ihr auch die Knie leicht nach außen drückt. And it haunts me somewhere much deeper. Zweiter Warm-up-Set, let's go. Achtet darauf, dass euch das Polster nicht mit der Öffnung nach unten rutscht. Weil dann habt ihr nämlich keine Protection mehr. Verballert bei den Warm-up-Sets nicht eure Kraft. Machst du 3, 4, 5 Wiederholungen, dass ihr ein gutes Muskelgefühl reinbekommt. Aber schaut, dass ihr nicht eure Kraft verballert.
Das Gute ist, ich bin heute sehr refreshed. Ich habe gar keinen Muskelkater, keine Schmerzen. Bin bereit für PRs. Ein Warm-up-Set folgt noch und dann geht's an den Speck. Mentale Vorbereitung auf den Top-Set. 150 Kilo. Letztes Mal waren es 10, aber da war die ROM so suboptimal. Das heißt, ich möchte eigentlich 8 mit guter ROM machen und die letzten 2 können so ein bisschen gehard-rapped sein. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please don't. Gut, bin zufrieden. Deutlich besseres Muskelgefühl als beim letzten Mal bei dem Gewicht. Und eine Wiederholung mehr. Bessere Range of Motion. So könnt ihr auch gut den Progress tracken, Leute. Es muss nicht immer mehr Reps sein, mehr Gewicht, sondern auch bessere Range of Motion, besseres Muskelgefühl. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Boah, Leute. Also heute spüre ich richtig krank den Glut. Mega. Nächste Übung, die Pendulum Squat. Habe ich hier noch nie gemacht. Ist aber eine sehr coole Kniebeuge-Variation. Kann man zum Beispiel relativ äquivalent zu einer Hack Squat sehen. Außer halt, das, wie nennt man es? Der Schwung ist halt ein Pendel. Also wir haben keine lineare Hack Squat, sondern das Gewicht pendelt dich halt nach unten rein. Und du drückst dich in dem Pendel wieder nach oben raus. Und das schauen wir uns jetzt mal an hier. Auch hier für den Glutfokus Stand weit oben. Das heißt, wir können die Füße relativ weit oben platzieren, lassen uns kontrolliert runter und drücken uns kontrolliert wieder nach oben raus. Fühlt sich jetzt im ersten Moment sehr gut an. Gute Range of Motion. Füße können schön weit vorne platziert werden für den Glutfokus. Schauen wir uns mal an, wie es mit Gewicht ist. Ich habe mir heute den Gürtel mitgenommen, um meinen Rücken mal ein bisschen zu schonen. Habe ich länger nicht benutzt, aber ich habe in letzter Zeit, gerade weil ich stärker werde, mehr Gewicht nutze und eben auch die Spannung auf die Wirbelsäule steigt, habe ich ein bisschen Rückenschmerzen bei einigen Übungen, gerade so bei Kniebeugebewegungen. Deswegen probiere ich jetzt mal mit Gürtel. Gerade gemerkt, mein Gürtel ist ein bisschen eng geworden. Ich habe den ewig nicht mehr benutzt. Ich hatte den im letzten Aufbau zuletzt und da war ich 7 Kilo leichter. Ich habe jetzt hier 220er drauf, ist schon relativ schwer. Und ja, mal schauen, was jetzt so geht. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Musik. Geht klar. ROM hat ein bisschen gelitten, finde ich. Aber für den ersten Satz war es okay. Wie gesagt, neue Maschine erstmal eingerufen. Wichtig für den Glutfokus. Stellt euch vor, ihr wollt die Knie bei der Aufwärtsbewegung nach hinten reinziehen. Und ihr wollt die Hüfte strecken. Und so kriegt ihr den Glut gut. Hat schon gut gekillt gerade. Ich habe noch einen zweiten Satz gemacht. Also 2 Sätze Pendulum gekillt. Beim zweiten Satz habe ich Gewicht deutlich reduziert. 20 Reps gemacht. Ging auch gut in gut rein. Als nächstes gehen wir in die Kickback-Maschine, weil die hier sehr schön ist. Hier kannst du richtig konzentriert arbeiten für den entweder Glut Maximus, das ist den großen Anteil vom Glut, oder den Medius, der oben verläuft. Und heute mache ich mal den Maximus. Ich mache eigentlich immer den Medius, aber ich spüre richtig gut für den Maximus. Schaut, dass ihr das Gerät richtig einstellt. Das heißt, für mich ist das jetzt zu tief eingestellt. Bedeutet, wir stellen es ein bisschen höher, damit wir das Polster ungefähr an der Wade haben. Dann stellen wir uns für den Fokus für den Glut Maximus komplett gerade hin und strecken im Endeffekt unsere Hüfte einmal komplett nach hinten. Strecken, halten, Kontrolle zurück. In die Dehnung rein, strecken. Der Rumpf bleibt stabil, Rücken stabil, Bauch stabil. Und wir halten uns schön im Oberkörper fest, stabilisieren schön im Oberkörper. Und auch hier kann man wirklich schön progressiv arbeiten. Fokussiert euch auf die richtige Ausführung, Stabilität im ganzen Körper. Könnt ihr auch hoch mit dem Gewicht gehen. Wichtigste ist halt dabei, dass ihr das Muskelgefühl nicht verliert im Glut. Auch hier mache ich ein Top-Set, ein Back-Off-Set. Und den Gürtel trage ich hier auch gerade weiter, weil ich das Gefühl habe, ich bin schon stabilisierter im Rumpf, kann mich mehr auf den Glut an sich fokussieren. Weiter geht's mit einer Leg-Press
Ich liebe den Leg Press zum Bilden von Glutes, weil bei den allermeisten Leg Presses kannst du gut einen hohen Stand auch wieder hier auswählen und richtig schön in die Dehnung vom Gluteus reingehen, weil je größer die Dehnung ist, desto besser kommst du auch in die Kontraktion quasi. So. Mehr Muskelfasern werden aktiviert bei der Übung. Und Intras helfen mich sowieso vom Nervensystem, von der muskulären Ermüdung quasi. Ihr merkt, ich bin trotzdem vom Kopf voll weg. War ein guter Satz. 15 Wiederholungen. Hab es ein bisschen im Rücken trotzdem gespürt, trotz Gürtel. Aber hab das Gefühl, es wird besser dadurch. Im Endeffekt hilft es mir noch mal mehr, meinen Rumpf, meinen Bauch anzuspannen. Und das ist halt das, was den Rücken stützt. Ja, Beinpresse finde ich total unterschätzt eigentlich für den Glut, weil es nicht nur das Bein, sondern eben auch der Glut richtig gut kommt dabei. Durch den Stretch, durch die maximale Spannung halt an jedem Punkt. Also maximale Spannung am untersten Punkt, wenn wir quasi die Bewegung rausdrücken, ist die maximale, also die größte Spannung im Glut. Aber wenn wir das Gewicht zurücklassen, wenn wir auf dem Weg sind, trotzdem eben die Spannung halten, ist das Wichtigste. Nie die Spannung lösen. Nächste Übung, Pole Dance. Ich habe mal, Fun Fact, eine Pole Dance Stunde gemacht, weil ich irgendwie es cool fand, aber dann auch nicht wieder. Wir machen ADLs hier an diesem Ding. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Normalerweise gibt es noch eine andere Variation von diesem Gerät, dass die Griffe ein bisschen enger sind. Probieren wir mal, wie es hier funktioniert. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, ADL ist wichtig. Schiebt die Hüfte konstant so weit nach hinten, wie ihr könnt. Stellt euch vor, hinter euch ist eine Wand, die ihr mit eurem Po berühren möchtet. Und die Bewegung kommt nicht aus dem Oberkörper, die Bewegung kommt nur aus der Hüfte. Und ihr schiebt auf dem Weg nach oben eure Ferse nach vorne. Okay? Das heißt, es ist eigentlich vom Gefühl her eine Drückbewegung und keine Ziehbewegung. Hüfte nach hinten schieben und dann wieder nach vorne. Spontan jetzt auf den Beast-Dance gewechselt. Beast-Dance bedeutet, dass wir uns mit dem einen Bein ein bisschen nur stabilisieren, aber prima aus dem anderen Bein arbeiten. Da komme ich noch ein bisschen besseres Muskelgefühl in den Glut rein, ein bisschen mehr Stretch. Kann mich noch mehr auf die Kontraktion in dem arbeitenden Bein fokussieren. Gefällt mir ganz gut. Wir gehen weiter zum Abduktor. Okay, ganz wilder Abduktor hier, wie ihr seht. Der arbeitet nur über das Knie. Aber ich glaube, ist ganz cool. Ich bin mal gespannt. Grüße an Laura, die hat mir den Tipp gegeben. Weil da oben ist noch so ein Hebel. Wenn du den nicht betätigst, diesen Hebel, dann hast du so gut wie keine Range of Motion. Aber die haben wir jetzt. Fazit ist okay. Aber mir fehlt so ein bisschen der beste Abduktor, den ich jemals gemacht habe. Ist, glaube ich, von Precor. Von Techno Gym. Voll weird. Aber die hatte ich damals bei mir im Home Place in Hamburg. Und Abduktor, entweder ich fühle es richtig krass oder ich fühle es gar nicht. Und hier ist so ein Veto. Normalerweise mache ich ja, wie gesagt, immer die Kickbacks auch für den Glute Medius, also auch für den Abduktor. Es gibt ja keinen richtigen Abduktor, nur die Bewegung heißt Abduktion. Und die Muskulatur, die primär für die Abduktion zuständig ist, ist der Gluteus Medius, der obere Glut. Das bedeutet, wenn du eine Schwachstelle hast, so wie ich auch eher beim Gluteus Medius, wenn du mehr Upper Glut möchtest, dann baust du wieder Übungen in dein Training ein mit deiner Abduktion. Und primär macht die auch relativ am Anfang des Trainings. Heute ist bei mir eine Ausnahme, dass ich am Ende mache. Normalerweise kommt die auch eher am Anfang des Trainings vor, eben weil es eine Schwachstelle ist. Zu guter Letzt habe ich mich jetzt heute mal entschieden, keine Waden zu skippen. Und wir machen sitzendes Wadenheben. Ich glaube, ich habe die letzten drei Trainings Waden geskippt. Grund, weil am Ende bist du durch und hast nicht mehr so viel Bock auf Waden. Und Waden sind halt auf der Bühne nicht so wichtig und meine Waden sind auch nicht so kacke. Aber wir wollen trotzdem eine perfekte Gesamtoptik kreieren, deswegen gibt es auch Waden. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna win. Ich packe das Training in die Videobeschreibung. Ihr müsst es unbedingt nachmachen. Für den maximalen Glute Burn und vor allem auch für maximale Glute Gains. Wie gesagt, das war das Training,
das mich in den letzten Monaten hat echt wachsen lassen. Und ich habe schon noch das Gefühl, dass es sehr damit zusammenhängt, dass ich jetzt einmal die Woche beim Physio gewesen bin, oder bin aktuell, weil es löst jedes Mal meinen Rücken wieder ein bisschen. Ich habe immer so ein bisschen Rückenschmerzen nach dem Beintraining, beziehungsweise nicht Schmerzen, das ist immer so ein bisschen zu. Und Niki löst es immer, er knetet meine Beine einmal komplett durch, dass der Muskeltonus wieder ein bisschen sinkt und ich bin einfach mal wieder fresh als Beintraining. Und seitdem ich bei ihm bin, wachse ich wirklich sehr, sehr gut. Kann ich also nur empfehlen, regelmäßig zum Physio zu gehen. In der Diät, aber auch im Aufbau, echt ein großer Benefit. Und wie gesagt, das Beintraining ist einfach, dass es mich hat wachsen lassen. Probiert's aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da des Kanals. Und das nächste Video wird tatsächlich nicht mehr in Österreich sein. Vielleicht halb in Deutschland und halb im Flugzeug. Denn es geht morgen nach Köln. Beziehungsweise nach Köln-Bonn. Und am Samstag geht's Richtung Indonesien. Bali, Leute. Es wird eine krasse Reise. Ich freue mich sehr, wenn ihr es mitverfolgt. Und wir sehen uns am anderen Ende der Welt.